Die Zauberponys bestehen aus 12 Leuten und wir gehen alle in die gleiche Klasse. Der Orkan Xava hat unsere Englischklasse gekillt. Oh. Miri ist schon mal im Busch gefallen und hat dabei ihren Schuh verloren. Leas China-Handy klaut Akku und Internet. Und der Fox. Wir haben sehr viele Unsportliche in der Klasse und die Sportlichen verletzen sich oft. Also Max geht mit den Sachen zur Schule, mit denen er eingeschlafen ist. Wir lieben Äpfelze. Äpfelze sind dünn geschnittene Scheiben Äpfel ohne Schale in einer Brotbüchse von Paulines Mutti. Und sie sind knackig. Wir haben den unbezahlten Praktikanten. Hier der unbezahlte Praktikant, der sieht wunderhübsch aus. Ich mag Götter! Wenn wir uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen wollen würden, würden wir mindestens 3 Stunden brauchen für eine Fahrt. Weil Zauberponys in so einem scheiß Gebiet wohnen. Marie kriegt alles viel zu spät mit. Wir können alle kein Chinesisch. Wir sind die 2 Krüppel. Egal was wir drehen, ich werde 1000 Mal gefragt, ob das Mikro an ist. Kathi ist die Jüngste und Björn ist der Älteste. Paula ist bei uns die Kleinste und Tani bei uns die Größte. Ich liebe Fleisch und ich esse außer Kartoffeln kein Obst und Gemüse. Wir sind mega, 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 mega spontan. Zum Beispiel haben wir eine Klassenfahrt innerhalb von 3 Tagen organisiert. Die ist gut geworden eigentlich. Bei uns heißt es Duckface nicht Duckface, sondern Borkhügelblick. Laura trinkt gerne Tee. Unsere Uhr geht 5 Minuten nach, damit wir denken, es ist 5 Minuten vorher und dann klingelt es und wir denken, es sind eigentlich noch 5 Minuten und dann freuen wir uns, weil es schon geklingelt hat, aber eigentlich sind ja noch 5 Minuten. Aber es hat ja schon geklingelt, also. Miri kann Polnisch. Tschüss, hier ist Miriam. Lea hustet richtig ab. Paulina hat den längsten Schwanz. Paulina hat den Schwanz, den längsten Schwanz. Ein Viertel der Zauberponys heißen Laura. 1, 2, 3. Lea hat eine spezielle Jackentheorie. Also, eine dickere Jacke ist wärmer als eine dünnere Jacke, die genauso warm ist. Das ist nicht logisch. Björn zeichnet gern. Und egal was ist, ich habe immer Nasenspray bei. Lea hat kein Fernseher. Wir sind Streber Alpha, Beta, Gamma. Und ein halbes Omega. Die Zauberponys haben insgesamt 7 Pferde. Wir haben viele schöne Bilder von Lea. Aus Langeweile Beatboxen singen wir meistens. Aber wir können es nicht. Macklemore's in the hood. I'm Macklemore. Wir lieben es, wenn wir uns im Unterricht Videosequenzen anschauen dürfen. Lea hat immer so kleine Socken an. Ja. Wunderschön, ja. Oh. Wir haben immer eine Mülleimer und einen Spiegel auf unserem Tisch. Wir haben hier mal in der Schule die Haare gewaschen und geschnitten. Ich sitze wirklich in jedem Unterricht zwischen 2 Lauras. Also Leas Sportbeutel ist immer eine Edeka-Tüte und wir wollten hier noch eine Aldi-Tüte besorgen. Oder Rewe. Ich habe besondere Daumen. Lea singt gern emotionsvolle Opern. Aber sie kann es nicht so ganz. Wir haben ein Survival-Fach. Also
Also das ist unser wundervolles Survival-Fach. Wir haben ganz viel Kram, zum Beispiel Ketchup. Alles, was man halt zum Überleben braucht. So, Konfetti selbst gemacht. Marshmallow-Club. Njam, njam, njam. Irgendwelche leeren Schachteln. Wir werden Strohhalme, die wir mal irgendwann geklaut haben. Körperbutter. Wir machen so Zahnpasta und so. Mülltüten. Zum Mülltüten fahren im Winter. Leere. Nee, die ist noch nicht ganz leer. Wie ist heute leer? Ein Schal. Das ja, ist, war mal fürs Mikro. Als Einpackung. Ein Sparschwein. Ein kann man immer mal gebrauchen. Eine Picknickdecke haben wir auch noch. So noch echt was? Die Hasenkostüme haben wir kann auch. Kann man immer mal gebrauchen in der Schule. So Drahtzaun-Ding. Haben wir auch verschimmeltes Saftzeug. Das ist schlimm. Hier haben wir Löffel. Wir haben irgendeine Idee, die wir mal am Anfang vom Schuljahr eigentlich machen sollten, aber ja. Oh. Die haben wir von der alten Schloss. Von den Elfen geklaut. Hier sind auch unsere Krönchen. Von den Fotos. Von Fasching heißt das. Hier ist noch ein schöner Radiergummi. Stifte. Die krosse Mütze. Krosse Mütze. Hier sind Sachen, die wir mal irgendwann gespielt haben. Textilstifte. Zum Klamotten anmalen. Hier so ein cooler, wie heißt das, Laserpointer. Der geht sogar noch. Wir haben sogar noch ein paar Karten, dass wir mal ein bisschen Karten spielen können im Unterricht. Küchenpapier ist immer wichtig. So ein Tacker, das heißt Tacker, oder? Ja, das ist cool. Ein Tackerhuhn. Tackerhuhn. Hier Zucker, braucht man auch immer mal. Eine leere DVD-Verpackung, wo wir mal schauen. Irgendwas Mentos-mäßiges. Und halt ein paar hier T-Shirts, die wir irgendwann angefangen wurden zu bemalen. Und halt ziemlich viel kleiner Schrott. Oh, oh, ah! Hier. Haut rein. Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es waren ein paar interessante Fakten dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Video gerne bewerten und auch einen Kommentar da lassen. Hier könnt ihr uns abonnieren und hier ist unsere Facebook-Seite. Und hier kommt ihr zu unserem letzten Film für den 99 Firepins Award. Und hier seht ihr unser Video 13 Arten von Jugendlichen. Und jetzt kommen unsere Outtakes. Tschüss. Tschüss. Wir können den Köpfchen nicht mehr reinmachen.